präsentiert von officepodcast.de, Ihr Proficast für Microsoft-Produkte. Indizieren der Feldinhalte durch Primärschlüssel ermöglicht die Entitätsintegrität, die die Eindeutigkeit der Datensätze garantiert. Lernen Sie mehr über diese Integrität in diesem Tutorial. Auch die Eindeutigkeit der Datensätze, die sogenannte Entitätsintegrität, haben Sie bereits kennengelernt. Auch hier wurde Ihnen diese unter einem anderen Namen vorgestellt. Ich sage nur das Stichwort Primärschlüssel. Wenn Sie einen Primärschlüssel in einer Tabelle vergeben haben, so sorgen Sie dafür, dass Duplikate üblicherweise nicht möglich sind. Entweder hier bei der Kombination zweier Primärschlüssel, die Eindeutigkeit ergibt sich aus der Kombination, oder wenn wir eine andere Tabelle betrachten, beispielsweise die Tabelle Kunden, dann sehen Sie hier ebenfalls die Eindeutigkeit ist gewährleistet durch indiziert Ja ohne Duplikate. Dadurch können Sie sicher gehen, dass in dieses Datenfeld nicht zweimal der gleiche Wert eingetragen werden kann. Zusammenfassend kann gesagt werden, durch die Verwendung der verschiedenen Integritäten ist sichergestellt, dass der Inhalt Ihrer Datenbank verlässlich und konsistent ist.